Hallo, unsere Präsentation ist Oh Boy, eine Suche für Kaffee. Zum Vokabeln, die Vignetten ist Vignettes, der Studienabbrecher ist College Dropout, Unentschlossenheit ist Indecision, die Auszeichnungen ist Awards, hart gemobbt means bullied, Abschneiden ist to cut off. Zusammenbrüche ist collapses. Königin ist grainy oder granulated. Und Verwischen ist to blur. Oh Boy oder A Coffee in Berlin auf Englisch ist ein Tragikomedienfilm von Vignetten aus dem Leben eines jungen Studienabbrechers. Dieser Film führt die Zuschauer durch einen Tag in Nikos Leben, während versucht, einen Kaffee zu bekommen. Der Direktor ist John O. Gerster und einige die Hauptdarsteller sind Tom Schilling, Mark Hossmann und Friederike Kempter. Einige der Hauptthemen von der Film sind Jungsein, Unentschlossenheit und Verlorensein. Dieser Film gewann viele Ehrungen bei der 2013 German Film Awards. Der Film hat bester Spielfilm, beste darstellerische Leistung, beste Regie, bestes Drehbuch und bestes Filmmusik gewonnen bei der 2013 German Film Critics Aus Association Awards. Der Film hat bestes Spielfilmdebüt und beste Musik gewonnen. Es gibt auch viele andere Ehrungen. Hier ist der Filmtrailer. Kaffee zum Mitnehmen, bitte. Gut, da hätten wir dann zwei Sorten. Einmal den Kaffee Arabica oder den Columbia Morning. Welche Kaffeesorte kommt dem normalen Kaffee am nächsten? Mir schmecken beide. Dann nehme ich den Columbia. 3,40 Euro, bitte. 3,40 für einen normalen Kaffee? Nico? Nico Fischer? Ja, wir sind zusammen zur Schule gegangen. Ich war damals nur ungefähr dreimal so dick. Du und die anderen, ihr habt mich immer Julika Schulika genannt. Das ist nämlich so eine Theaterkunstperformance. Warum kommen wir nicht mit einem riesen Lacher auf die Welt, ha? Sie wirken auf mich emotional unausgeglichen und ihre jetzige Lebenssituation spricht für einen Rückfall. Deshalb. Ich habe letzte Woche deinen Professor Dr. Kollert kennengelernt. Er hat mir erzählt, dass du vor 2 Jahren das Studium geschmissen hast. Was um alles in der Welt hast du 2 Jahre lang getrieben? Hä? Nachgedacht. In the spring they cast their feathers, I can tell. Kennst du das, wenn man so das Gefühl hat, dass die Menschen um einen herum irgendwie merkwürdig sind? Aber wird dir irgendwie klar, dass vielleicht nicht die anderen, sondern dass man selbst das Problem ist? Jetzt zeig mal, was du drauf hast. Soll noch Milch rein? Mhm. Na, mal Sojamilch. Bitte nicht. Und hier ist die Handlung. Ein junger Mann, Nico, hat die Schule abgebrochen. Versucht, sich aus dem Haus seiner Freundin zu schleichen, aber sie wacht auf und sie trennen sich. Nico geht zu einem Termin bei einem Psychologen und wird ihn seinen Führerschein nicht zurückbekommen lassen nach dem betrunken Gefahren. Der Psychologe sagt, dass instabil ist. Versucht, einen Kaffee zu kaufen, aber hat nicht genug Geld. Ruft seinen weiter über das Problem. Nico geht mit seinem Freund Matze zu essen und sie treffen auf eine Frau von seiner alten Schule.
Nico hatte sie in der Schule gemobbt. Nico geht golfen und ist mit seinem Vater, und er weiß, dass Nico nicht in der Schule ist. Sein Vater schneidet sein Geld ab. Nico und Matze gehen zu Julikas Auftritt. Matze lacht über die Performance und er argumentiert mit dem Direktor. Nico geht in eine Bar und ein alter Mann spricht zu ihm. Der Mann spricht über, wie die Stadt früher war. Der Mann geht nach draußen und bricht zusammen. Nico begleitet ihn in einen Krankenwagen. Der Mann stirbt im Krankenhaus. Er verlässt das Krankenhaus und bekommt endlich einen Kaffee. Der Film wurde in Schwarz-Weiß gedreht. Es gibt der Film einen melancholischen und traumartigen Ton. Der Kameramann ist Philipp Kirsamer. Der Film wurde mit einer Red One-Kamera gedreht. Sie erzeugten einen königlichen Effekt. Es gibt viele Aufnahmen in dem Film, wo Nico durch Berlin läuft. Diese Szenen hatten keine Extras. Sie wurden öffentlich gedreht. Die Red One-Kamera wurde verwendet, um direkt auf Nico zu fokussieren und den Hintergrund zu verwischen. Die Szenen wurden in Prenzlauer Berg und Kreuzberg in Berlin eingedreht. Es wurden nicht viele Filmsets für den Film erstellt. The Major Minors schufen Jazz- und Klaviermusik, um Stimmung zu erzeugen. Hallo, ich bin Alex. Für mich, ich mag den Schauspieler Tom Schilling sehr. Er wurde am 10. Februar 1982 in Ostdeutschland geboren. Seine Heimatstadt ist in der Mitte von Deutschland, in der die berühmte Museumsinsel liegt. Der größte Teil seines Films basiert auf dem Zweiten Weltkrieg oder der DDR-Zeit. Außerdem ist er Teil der Band Die andere Seite und postet 4 auf Instagram. Die Musik, die wir jetzt hören, ist von ihm. Als ein Feld herab, ringt alles nieder, will alles besiegen und fürchtet so sehr, dich zu verlieren. Alles klar, 3,40 € bitte. Einer der Gründe, warum ich diesen Film so mag, ist, dass er voller Konflikt ist. Die Verwirrung über das Leben um ihn herum war die Normalität seines Alltags. 80. Nico wollte eine Tasse schwarzen Kaffee kaufen, aber ihm wurde gesagt, dass Kaffee 3 oder 4 € kosten würde. Weil sonst habe ich ja nächste Woche 10 andere Penner im Laden, die auch alle einen Kaffee umsonst wollen. Penner? Ja, Penner! Nico ging zum Geldautomaten, um Geld abzuheben, aber die Karte wurde vom Automaten verschluckt. Nico gab dem Obdachlosen das Wechselgeld und stellte dann fest, dass er kein Geld hatte. Dann wollte er das Geld zurückbekommen, aber er wurde vom Patienten beirrt.
Mal Marcel, kann ich mal deine Toilette benutzen? Nicole war verwirrt, einsam und sehnte sich danach, verstanden zu werden. Nicole hat vielleicht auch festgestellt, dass diese Antworten zu jedem Menschen, den er getroffen hat, zurückgeführt werden können. Die Antworten auf Nicoles Verwirrung und Verblüffen tauchten tatsächlich überall auf. Eine große Umarmung von Oma und der Satz, passen Sie gut auf sich auf, Nico, dass er ein warmes Leben führen sollte. 2 Jahre das Studium geschmissen ist. Warum konnte er mir leider nicht sagen? Meine Frage an dich, lieber Nico, ist, was um alles in der Welt hast du 2 Jahre lang getrieben, während ich dir Monat für Monat Geld für dein Studium überwiesen habe? Hä? Nicos Vater hatte seine Kreditkarte gesperrt und ihm nur 100 Euro hinterlassen. Das ließ Nico wissen. Er könne die Antworten, die er wollte, nicht finden, wenn er jeden Tag nicht tat. Ich überweise dir 1000 Euro im Monat, damit du über mich nachdenkst. Hier. Dein Konto existiert nicht mehr. Ja, hättest du nicht zurückprovoziert, dann wäre das alles ja gar nicht passiert, ne? Wie meinst du das? Julia wehrte sich offen gegen die Vogel-Provokation des Schurken. Das ließ Nico wissen. Alles, was man empfand, ob Schmerz oder anderes, musste ausgedrückt werden. Dann konnte es gehört und verstanden werden. Und die anderen einen Julika Schwulika nennen und Elefantenmädchen und Schwabbel. Schwabbel. Weißt du, wie sich das anfühlt? Das weiß ich natürlich nicht. Fühlt sich beschissen an. Und ich habe auch echt lange gebraucht, bis ich darüber hinweg war. Und deshalb ignoriere ich nichts mehr. Gar nichts. Ich verstehe kein Wort von dem, was die alles reden. Hören Sie, wenn es Ihnen nichts ausmacht, ich wäre gern allein, okay? Die Kindheit des alten Mannes wurde von den Nazis gestohlen. Bevor er herangehen konnte, war sein Leben vorbei. Hör mal hin! Das klingt doch wie eine andere Sprache, oder? Die Alten versöhnten sich nicht mit dem Zweiten Weltkrieg. Und die Jungen verstanden die Alten auch nicht. Naja, da müsste ich sie eigentlich verstehen. Ja. Ja. Ich spreche ja auch Deutsch, nicht, oder? Doch, eigentlich schon, ja. Ja, nicht eigentlich schon. Salute, mein Freund, salute. Manche Menschen haben vielleicht das Glück zu wissen, was sie wollen. Hey. Alles in Ordnung? Was? Ist alles in Ordnung mit Ihnen? Ich kann Sie nicht verstehen. Ruf mal bitte einen Krankenwagen. Ja. Und manche Menschen sind immer noch zu Tod verwirrt. Wenn er sich an das erinnerte, was er tagsüber erlebt hat, stellte er vielleicht fest, nur wenn er etwas tatsächlich erlebt, konnte er die Ferne des Denkens erhechen. Ein guter Film kann uns zum Nachdenken anregen. Was mir dieser Film sagt, ist, dass wir lernen sollten, mit allem Unverständnis in unsere Herzen zu leben. Man muss sich selbst vorantreiben, auch wenn man
vielen Sachen nicht versteht und vielleicht sogar bis zum Tod. Viele Antworten müssen nicht gesucht werden und wenn sie es weitermachen, werden die Antworten unerwartet kommen.